Lohnt sich der Umstieg von einer Apple Watch 5 zu einer Apple Watch Series 6? Ist die neue Generation tatsächlich besser? Und in welchen Punkten genau die Unterschiede liegen, das möchte ich euch in den nächsten Minuten meines Videos zeigen. Mein Name ist Christian und ich habe nicht nur die Apple Watch 6 nun seit 3 Wochen im Einsatz, sondern lief die meiste Zeit des vergangenen Jahres mit einer Apple Watch 5 herum. Wie mein Fazit zu beiden Uhren ausfällt, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Schaut man auf die Äußerlichkeiten und mit dieser Aufnahme auch die Vorderseite an, so sieht man wirklich keinerlei Unterschied zwischen den beiden Generationen. Vorliegen habe ich hier jeweils das 44mm Modell mit einem anthrazitfarbenen Aluminiumgehäuse und Wi-Fi-Modul. Schaut man dann allerdings auf die Rückseite, so erkennt man beim genauen Hinschauen ein anderes Setup beim Herzfrequenzmesser. Dieser ist nochmals optimiert worden und bietet in der neuesten Generation jetzt die Möglichkeit, auch den Blutsauerstoffgehalt messen zu können. Dazu später aber noch mehr. Ansonsten sind beide Uhren bis 50 Meter wasserdicht, haben auf der rechten Seite die digitale Krone, ein Mikrofon und die Seitentaste. Links gibt es noch einen Lautsprecher für die Audioausgabe. Da auch die Armbänder beider Generationen miteinander kompatibel sind, gibt es tatsächlich in diesem Punkt keine nennenswerten Unterschiede. Die Verarbeitung ist Apple-typisch top. Wenn wir einen Blick auf die Performance werfen, so ist mir zumindest subjektiv ein kleiner Unterschied aufgefallen. Während ich zwischen der Apple Watch 4 und 5 keinen Unterschied im Bereich der Leistung sehen konnte, ist dieser bei der 5. und 6. Generation doch etwas höher. Wir sprechen hier zwar nicht von großen Unterschieden, insgesamt wirkt die Apple Watch Series 6 aber etwas knackiger in der Bedienung. Im Bereich der Akkulaufzeit kam ich mit beiden Uhren auf annähernd gleiche Ergebnisse. So war ich mit beiden Uhren 2 von 7 Tagen mit GPS-Unterstützung laufen, habe sie Tag und Nacht getragen und vornehmlich Benachrichtigungen empfangen bzw. auf diese geantwortet. Wenn man aber bedenkt, dass die Apple Watch 6 ein helleres Always-On-Display besitzt, sind die Werte der neuen Smartwatch sogar etwas besser. Die recht identische Akkulaufzeit dürfte demnach auf den energiesparsameren S6-Chip von Apple hinweisen. Beide Modelle besitzen eine Gehäusehöhe von 44 mm und lösen mit 368x448 Pixel auf. Den einzigen Unterschied, den ich tatsächlich feststellen konnte, war in der Leuchtkraft des Always-On-Display, da diese, zumindest laut Apple, bis zu 2,5 mal höher sein soll als noch in der Apple Watch 5. Genau diesen Unterschied kann ich auch feststellen. Ob dieser jedoch genau diesem Wert entspricht, kann ich euch nicht sagen. Ansonsten sind die Display-Eigenschaften absolut identisch und ich war mit beiden Display mehr als zufrieden. Sowohl Helligkeit, Farbdarstellung und Blickwinkel wissen auf ganzer Breite zu überzeugen. Da Apple für seine sehr gute Update-Politik bekannt ist, läuft auf beiden Uhren bereits die neueste Firmware. Mit watchOS 7 wurden nochmals einige Verbesserungen und Features implementiert und sind nicht nur auf der 6er, sondern auch 5er verfügbar. So gibt es jetzt auf beiden Uhren einen nativen Schlaftracker und einen Händewaschmodus. Der 6er hingegen ist die Blutsauerstoffmessung vorbehalten. Damit lässt sich innerhalb von 15 Sekunden der Sauerstoffgehalt und damit auch die Leistungsfähigkeit des eigenen Körpers feststellen. Ansonsten ist aber alles gleich. Gleiche Watchfaces, gleiche Apps, die nutzbar sind, irgendwie alles. Wenn ich einen Blick auf die Sensorik richte, so konnte ich zumindest beim Schrittzähler einen kleinen, messbaren Unterschied feststellen. So lag die Differenz der tatsächlich gegangenen Schritte auf der alten bei rund 4%, bei der neuen auf nur noch 2%. Auch wenn der Pulsmesser verbessert wurde, so konnte ich da nicht wirklich einen objektiven Unterschied feststellen. Mag aber auch daran liegen, dass man nicht immer auf den Punkt genau trainieren kann. Was ich auch auf den Punkt bringen kann, diese Sensoren sind auch bei hohen Pulsbereichen äußerst genau. Da ich bei den sportlichen Aktivitäten immer nur auf Outdoor-Laufeinheiten zurückgegriffen habe, sind dahingehend auch diese Eigenschaften sehr ähnlich. Cool ist, dass der GPS-Empfang sehr schnell funktioniert und man detaillierte Ansichten der Ergebnisse bekommt. Zwar nicht so im Detail wie auf einer Samsung Smartwatch, aber dennoch gut. Auch hier gibt es keine Unterschiede zwischen den beiden Generationen. Wer meinen kurzen Vergleich aufmerksam verfolgt hat, wird sich denken können, was im Fazit kommt. Beide Uhren sind in ihren Eigenschaften super. Die neue Generation gibt es mit anderen Farben, Blutsauerstoffmessung und einem etwas helleren Always-On-Display. Mehr nicht. Wer also eine Apple Watch 5 besitzt, darf von einem Sprung auf die 6er nicht so viel erwarten. Vielmehr fallen die Unterschiede so gering aus, dass man beim Tragen der 5er nach einigen Tagen nicht bemerkt, eine alte Uhr zu tragen. Wer also noch die in Anführungsstrichen alte besitzt, darf diese gerne noch einen Zyklus behalten, denn wirklich schlechter steht euch damit nicht.
Und damit bin ich auch schon am Ende meines kurzen Vergleiches und Erfahrungsberichtes zwischen der Apple Watch 6 und der Apple Watch Series 5 und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.